hier ist Maren von www.madebymaren.de. Ja, ich habe heute ein ganz einfaches, also einfaches, aber ich sag mal ein Basic-Tutorial für euch. Und zwar, wie erstelle ich eine Verpackung, wenn ich irgendwas habe, was ich gerne einpacken möchte. Bei mir ist es heute die Handcreme. Die möchte ich gerne als Gastgeschenke verpacken für die kommenden Stempelpartys. Und ja, wie mache ich da jetzt eine Verpackung für? Da braucht man ein bisschen räumliches Denken, hat mir auch immer gefehlt. Aber wenn man es einmal raus hat, ist es wirklich ganz easy. Und ich mache das jetzt auch mal ganz uncharmant. Schaut einfach mal zu. Also ich messe zum einen, das sind ungefähr 15,8. Das runde ich mal eben auf 16 cm. Dann müssen wir natürlich wissen, wie breit. 3,8. Machen wir mal 4 cm. Und die Höhe ist auch nicht so ganz uninteressant. Sind wir so bei 2,5 cm. Habe ich hier schon mal aufgeschrieben. Und ich würde einfach sagen, fangen wir mal an. Wie geht's los? Eigentlich ganz einfach. Also ich male das jetzt mal grob auf. Ich mache das gleich nochmal, beziehungsweise ich habe das schon mal vorbereitet. Mache das dann gleich nochmal in schön. Ne? Also das sind die 4 cm. Jetzt habe ich das natürlich drum rumlegen können. Ne? Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Machen wir es mal so. Zack. So, dann brauchen wir natürlich auf beiden Seiten die Höhe, die 2,5 cm. Ne, die Klappen war ja dann jeweils hoch. Dann brauchen wir nochmal die 4 cm. Ne, die kommen ja dann klapp, klapp wieder oben drauf. Ja, und dann müssen wir noch ein bisschen was zum Kleben haben. Dann machen wir einfach mal hier einen Zentimeter Klebelasche dran. Und hier oben zum Zumachen brauchen wir natürlich auch was. Da machen wir einfach zack. Hier ein halbes. Hier ein halbes und das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. Und da auch nochmal. Ja, ich denke, das sieht ganz gut aus. Das Ganze habe ich jetzt auch schon mal in ein bisschen schöner vorbereitet und ein bisschen dicker, damit ihr es besser erkennen könnt. Das sieht dann so aus. Also das Ganze eingerechnet 14 mal 23 cm. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ne? Dann kann man das, glaube ich, auf jeden Fall noch besser verstehen. Ich lege das am besten mal so ein bisschen, kann man es rutsche mal ein bisschen rüber. So. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. So, also ich fange an mit den 14 cm mal 23. Ne? Zack. Hoppala. So, und jetzt falzen wir das Ganze. So, und zwar fangen wir mal an mit den, kann man das da noch sehen? Ja, die 2,5 cm. Die falzen wir einmal. So, dann drehen wir das um. Jetzt haben wir 4 cm plus die 2,5 cm. Da sind wir bei 6,5 cm. 2,5 plus die 6,5, da sind wir bei 9. Und nochmal 4, 9 plus 4 sind wir bei 13 und dann bleibt, tatatata, welch Glück ist Geschick, 1 cm Klebelasche über. So, dann drehen wir das Ganze. Ich drehe das hier auch mal mit, damit ihr das vielleicht besser sehen könnt. So, haben wir immer wieder 1 cm Klebelasche. So, dann brauchen wir nochmal 2,5, also sind wir bei 3,5. Drehe ich das mal. So, 3,5. Und das Ganze brauchen wir auf der anderen Seite ja auch. Quatsch, fangen wir so an. 1 cm Klebelasche. Und nochmal 2,5 dazu, sind wir bei 3,5. So,
und dann ist das soweit eigentlich auch schon fertig. Jetzt müssen wir das halt eben noch einschneiden. So, dann nehmen wir uns eine Schere. So, und dann geht es auch schon los. Dann schneiden wir erstmal hier an der Seite, wo die Klebelasche ist, die komplette Ecke hier raus. So, dann schneiden wir daneben bis zur zweiten Falzlinie ein. So, jetzt schneide ich einfach. Ist wahrscheinlich jetzt nicht wirklich gerade, aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Ihr könnt das dann zu Hause in schön machen. Da auch die Hälfte weg. So, das sieht ja schon mal ganz nett aus. So, naja, nett ist gut, aber. So, jetzt schneide ich hier noch so kleine Ecken raus, damit sich das einfach nachher auch leichter ja, verschließen lässt, ne? Dass da keine unschönen Ecken irgendwie überbleiben. So, das können wir hier auch noch machen. Also wirklich nur oben an dem Stück, an dem letzten Stück. Zack. So, das Ganze müssen wir jetzt auf der anderen Seite genauso machen. Also, ne, gegengleich. Hier schneiden wir auch wieder alles weg. So, dann hier wieder einschneiden. Bis dahin. Andere Seite auch einschneiden. Bis dahin. Wir schneiden hier wieder die Hälfte ungefähr weg. Also das ist jetzt hier alles zack zack und wahrscheinlich alles andere als gerade, wie man das auf der anderen Seite gerade gesehen hat. Hier wieder ein bisschen einschneiden, beziehungsweise ein bisschen schräg einschneiden. Zack. Und hier auch nochmal. Fertig. So, das Ganze einfach dann falten. Das machen wir jetzt auch mal eben. Nachdem wir hier den ganzen Müll mal ein bisschen an die Seite geräumt haben. Ne? Offen muss sein. Ja, und dann halt einfach wirklich, hat schon geschmiert. Alles ein bisschen falten. Ich mache das jetzt einfach mal zack, zack, ohne hier groß. Da hängt noch ein Schnipsel, der muss weg. So, andere Seite. So, und dann ist die Verpackung eigentlich schon fertig. Ja, dann wird dann hier alles so schön eingeklappt. Da kommt jetzt immer einmal dabei, dann kleben wir das auch. Ich mache das jetzt mal eben hier. So, ne? Nur, dass ihr das jetzt mal eben so hoppla hopp auf die Schnelle seht. Ne? Kommt schon da rein. Vorführeffekt, Peoples, Vorführeffekt. So, was nicht passt, wird passend gemacht. So, dann habt ihr auch schon eine Box fertig. Ja, und damit ihr jetzt auch seht, dass das hier alles passt, da ist sie. Da ist sie drin und sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Und ja, so verschenken wir das natürlich nicht. Ne? Ist klar. Ja, von daher gibt es in Kürze schon das nächste Video, wo ich euch dann mit der Strukturpaste, mit unserer neuen, hier, und den neuen Schablonen, welche wir haben. Also das ist jetzt nur eine. Ne? Wir haben ja dann hier noch die schönen Wolken und Ditte und noch viel mehr. Ja, das zeige ich euch dann im nächsten Video. Aber jetzt wisst ihr erstmal, wie berechne ich das und wie stelle ich so eine Verpackung her. Ja, das war's für heute von mir und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage dann mal
Tschüss, bis zum nächsten Mal.